nicht hören. Dass wir auch darauf achten müssen, dass es nicht zu viel Zeitarbeit gibt. Und sei noch daran erinnert, als ich Ministerpräsident wurde, haben mich viele junge Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Die wurden nach den Sommerferien eingestellt und irgendwann in der Schule haben sie unterrichtet. Vor den Sommerferien sind sie wieder entlassen worden, waren arbeitslos und danach konnten sie wieder eine Stelle bekommen. Das waren die anderen, die jetzt in die Zeitarbeit treten. Inzwischen haben wir die alle eingestellt, damit wir die 8000 Stellen überhaupt besetzen konnten. Diese 8000 Lehrer, und ich bin den Lehrerinnen und Lehrern sehr dankbar für ihr Engagement. Es ist ein harter Job heute. Die hat dazu geführt, dass wir jetzt in diesen 5 Jahren den Unterrichtsausfall halbiert haben, dass wir die niedrigste Anzahl an Sitzenbleibern haben, die wir je in Nordrhein-Westfalen hatten, dass wir die höchste Anzahl an Studienanfängern haben, die wir je hatten, und dass wir die besten Abiturergebnisse im letzten Jahr hatten, seitdem wir überhaupt Aufzeichnungen haben. Sie können sehen, man kann Schule von innen besser machen, wenn man eins tut, nämlich über Kinder nachzudenken und die Frage, wie kann ich Kinder fördern, wie kann ich jedem Kind mit seiner Begabung recht geben, wie kann ich versuchen zu erreichen, dass jeder den sozialen Aufstieg machen kann, wie kann ich dafür sorgen, dass wenn ein Kind ein Problem hat, ich habe einen 15-jährigen Jungs, wenn der erste Freunde lernt, dann hat er zu allem anderen Lust, nur nicht zum Vokabel lernen. Und so ist das bei anderen. Wenn zu Hause keiner ist, der die Hausaufgaben nachguckt, dann gibt es da auch vielleicht Probleme. Dann müssen wir den Versuch machen zu helfen. Das ist das, was ich mit der individuellen Förderung will. Und wir können da noch sehr viel tun. Ich habe immer darum gebeten, lass wir doch die Schule von innen besser machen. Lass wir ganz pragmatisch vorgehen, über Kinder nachdenken. Und lass wir nicht schon wieder über Schulformen diskutieren. Der eine oder andere wird sich erinnern, 1976, da haben wir schon vor Ort Volksbegehren. Da ging es schon um die Frage, was für Schulformen haben wir hier. Und jetzt kommen die wieder, obwohl ich darum gebeten habe, das mal sein zu lassen. Jetzt kommen sie wieder und wollen die Gymnasien abschaffen, sie wollen die Realschulen abschaffen, sie wollen die Hauptschulen abschaffen, sie wollen sogar die Gesamtschulen abschaffen, nur damit alle Kinder in eine Einheitsschule gehen. Und Angela Merkel hat recht, es gibt auch keine Einheitskinder. Und deshalb ist die Idee der Einheitsschule auch unsinnig, manchmal. Seit 1976 diskutieren wir dieses Thema und kommen nicht voran. Und da fällt mir der alte Satz ein, Irren ist menschlich. Aber dauernd im Irren scheint sozialdemokratisch zu sein, wenn wir wollen. Es war doch hochspannend bei diesen Debatten im Fernsehen, als sie erklären sollten, was denn eigentlich eine Schule heißt. Gesagt wurde, das wäre doch schön, wenn man zum Beispiel gut im Sport sei, dann könnte man in der Abiturklasse, die ich dann ja noch nehme, könnte man Sport machen. Und wenn man schlecht in Deutsch sei, könnte man in der Hauptschulklasse dann Deutsch machen. Ich sage Ihnen, ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, was für einen Abschluss das gibt und was man denn im Anschluss an für eine Lehrstelle bekommt. Abitur im Sport, aber in Deutsch in der Hauptschule. Das macht doch alles keinen Sinn. Wir müssen stattdessen jeden fördern, dass jeder die Chance hat, nach oben zu kommen. Da wurde die Hilfe drauf. Und deshalb sage ich, es kann nicht sein, dass wir jetzt mit einem Schulkrieg wieder anfangen, wie es in Hamburg diese Debatten gibt. Und ich könnte mich schon vorstellen, was als erstes passiert. Als erstes wird man nur noch diskutieren, kontrovers über die Schulformen. Es passiert nichts mehr in der Schule. Die Lehrer sind verunsichert. Und deshalb kann es ein solcher Schulkrieg Gift für unsere Kinder. Die sind nämlich jetzt da und hoffentlich erst in 10 Jahren. Und ich sage Ihnen noch eins, auch das haben wir alles schon erlebt, das kann man in anderen Ländern schon besichtigen. In dem Moment, wo eine solche Regierung dran käme und eine solche Politik macht, das Erste, was passiert, ist, diejenigen, die Geld haben, sofort anfangen, Privatschulen zu gründen, um ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und ich sage Ihnen, was der nächste Schritt ist, dass nämlich die SPD-Funktionäre und ein Teil der Gewerkschaftsfunktionäre, die bei den Linken sind, sofort ihre Kinder beim Gymnasium anmelden, weil sie in Sicherheit bringen. Thank you.
Und deshalb ist am kommenden Sonntag auch eine Richtungsentscheidung über die Frage, wie die Zukunft unserer Kinder ist. Es ist eine Richtungsentscheidung, ob wir Schritt für Schritt versuchen, unser Schulsystem besser zu machen. Ich will noch hinzufügen, ich weiß doch auch, dass wir demnächst weniger Kinder haben. Ich weiß doch auch, dass wir die Frage auch im ländlichen Raum haben, wie erhalten wir denn eigentlich die Schulstruktur? Ich weiß doch auch, dass wir zum Beispiel bei unseren Hauptschulen Probleme haben im Hinblick darauf, dass wir im Anschluss mal eine Lehrstelle bekommen. Ich weiß aber auch, dass die anderen über viele Jahre die Hauptschule kaputt geredet haben, als Restschule bezeichnet haben. Und das regt mich auf, weil 200.000 Hauptschüler bei uns in Nordrhein-Westfalen keine Restschüler sind, sondern Ausschüler sind, die ihre Hilfe brauchen von uns und von der Gemeinde. Deshalb müssen wir am kommenden Sonntag gemeinsam dafür sorgen, dass auch hier Stabilität und Vernunft in der Bildungspolitik weiter in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden können. Damit bin ich beim letzten Thema. Das letzte Thema heißt Rot-Rot und heißt Rot-Rot-Ulm. Vor einem halben Jahr hat kein Mensch geglaubt, die Linken in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einzubringen. Viele fragen, warum haben sich die Umfragen gefällt. Einer der Gründe ist, dass die Linken jetzt die Chance haben, in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einzulassen. Und das ist ein Punkt, der die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig verändert. Wenn die Linken in den Landtag von Nordrhein-Westfalen kommen, dann kommt da nicht einfach nur irgendeine Partei, sondern dann verschiebt sich die politische Architektur Deutschlands. Dann würden plötzlich hier auch im Westen Linke die Chance haben, politisch Einfluss zu nehmen. Das hat Auswirkungen auf Berlin. Es hat Auswirkungen auf die Frage, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in den kommenden Jahren weiter ihren Kurs der Vernunft in Berlin durchsetzen kann. Das hat aber auch Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen, weil dann plötzlich hier im Landtag eine Partei wäre, die in ihrem Wahlprogramm fordert, dass die Unternehmen verstaatlicht werden sollen, dass Grund und Boden, und jetzt reden wir nicht von Großgrundbesitzern, sondern wir reden von ihren Grundstücken, aus Gründen der Stadtentwicklung, wie es da steht, vergesellschaftet werden sollen. Da kommt eine Partei, die Drogenkunde als Schulfach einführen will und eine Partei, die Religionsunterricht abschaffen will. Und ich sage Ihnen,